Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, heute ist mal wieder ein neuer Tag und mal wieder werde ich versuchen, die Aliens zu finden. Und mit einem Blick auf die Karte muss ich allerdings sagen, es sieht im Moment wieder nicht so gut aus, weil die meisten schlafen immer noch. Und das, obwohl wir jetzt wesentlich später sind als sonst. Was haben wir denn für Post bekommen? Ach, ja, genau. Die Twitch-Drops-Belohnungen, die muss ich noch einfordern. Das ist natürlich cool. Dann kann ich die nämlich auch mal in Ruhe aufbauen. Ich wollte sowieso vieles aufbauen, aber irgendwie habe ich noch für nichts Zeit gehabt. Ja, wir, ach, da sind sie, die beiden. Das sieht süß aus. So kleine Spielzeuge mitten auf so einer großen Bank. Mini war, glaube ich, am Schlafen, ne? Wir schauen jetzt noch mal in jeder Ecke von jedem Haus nach, um zu gucken, ob wir endlich mal die letzten fünf Aliens finden können. Ja, Mini schläft mal wieder. Ich weiß auch nicht, warum die um so normale Zeiten schlafen. Also wir haben jetzt Viertel nach neun. Und ganz ehrlich, das ist ja nichts. Also, das ist ja jetzt nicht irgendwie morgens um 6 Uhr. Da könnte man Einen schönen vielleicht Tag noch noch. verstehen. Das sieht geil aus. Hey! Ich muss dringend noch mal Geld verdienen. Oh, ist das so eine Ariel-Hose hier? Sei gegrüßt, Nachbar. Okay, ich Auf habe jetzt nicht Wiedersehen mitbekommen, wie und bis teuer sie war, bald. aber ich habe sie mal mitgenommen. Einen schönen Molly, Tag es noch. tut mir leid, aber ich muss hier mal. Freundlichen Dank. Gerne, gerne. Was ist das denn? Sei gegrüßt, Nachbar. Fotohalter, ja, und wo sind jetzt die Hey! Fotos? Das sah aus wie Nationalflaggen oder sowas. Okay, Einen das schönen Tag könnte noch. man nehmen. Was bist du denn? Ihr seid Handschuhe, ne? Hallo. Und Cinderella. Ja, die sind okay. Die nehmen wir auch mal mit. Das sind, glaube ich, Nur, Ohrringe dass von du es Ariel. weißt, ich habe ein paar neue Waren im Ah, nee, Laden. König der Löwen. Ich dachte, das wären Hey! Muscheln. Okay. Das Rosane weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das Sei hab. gegrüßt, Nachbar. Nehmen wir auch mal mit. Was das darstellen soll, weiß ich nicht so genau, aber das lassen wir weg. Das sieht ja voll hässlich aus. Das haben wir noch nicht Einen schönen gehabt. Tag noch. Das ist wieder eine Wow. andere Variante. Sei gegrüßt, Nachbar. Okay, das ist von Auf Ralf Wiedersehen und Reicht. bis Das ist auch bald. schön. Oh ja, die Einen finde schönen ich Tag sehr noch. geil. Hey! Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das haben wir, glaube ich, schon, oder? Ich bin mir jetzt nicht Sei sicher. Für den gegrüßt, Preis nehme ich es Nachbar. nochmal mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, Ich arrivederci, bin sehr froh, ciao, dass wir au uns revoir, kennengelernt haben. salute. So, Moment, halt, stopp. Wir gehen auch noch mal ins Restaurant kurz, obwohl da normalerweise nicht sein sollte. Weil, wie gesagt, es stand ja da drin, dass das bei den Leuten im Haus ist. Heißt für mich, so ein öffentliches Restaurant, da sollte nichts drin sein. Hier ist auch nichts, ne? Nee. Okay. Aber wir schauen mal nach nebenan, ob bei Ihnen zu Hause nicht eventuell noch was ist. Hi. Hast du irgendwo einen Alien gesehen, zufälligerweise? Weil ich bin verzweifelt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt schon so viele Durchgänge hier durch, die ich natürlich nicht alle hochgeladen habe. Ach so, genau, da müssen wir auch noch rein. Aber die einfach nur nervig waren, weil jedes Mal hat man es aufgenommen, jedes Mal war man am Suchen. Und jedes Mal, ich denke mal wie heute auch wieder, kann man es nicht hochladen, weil man einfach nichts findet. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mal im Schloss nachgucken soll, aber das Schloss ist auch kein Haus. Deswegen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich denke mal nicht, dass ich was finden werde, aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Ich könnte mir gut vorstellen, ja, dass das vielleicht verbuggt ist oder so aktuell. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es tatsächlich damit zu tun, dass man um eine bestimmte. Oh! Zwei auf einen Schlag! Mein Herz! Ja, jetzt muss ich wohl dazu sagen, dass Goofy normalerweise auch am Schlafen war, ne? Also wir sind ja sonst. Ja, sobald ich anfange zu arbeiten im Endeffekt, also so kurz nach 8 ungefähr, sind wir dann reingegangen und dann war er am Schlafen.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass das Restliche bei Mini ist, weil die ist nämlich tatsächlich auch gerade noch am Schlafen. Und die blöde Kuh, die ist ja irgendwie den ganzen Tag immer nur am Schlafen. Also die erwische ich selten mal, dass sie wach ist. Nur seitdem wir die, also zumindest zum Zeitpunkt, wo wir die Quests machen mussten, da konnten wir den ganzen Tag lang versuchen, sie zu wecken. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt, wo wir die Quests mit ihr durch haben, seitdem ist es eigentlich so, dass sie öfter mal wach ist. Aber wie man ja jetzt auch wieder sieht, nicht immer. Aber wir haben schon mal zwei weitere Aliens. Ich bin schon mal mega, mega happy. Dein erster Freund war ein Spielzeug. Hab ich recht? Ja, hier bin ich immer noch ziemlich traurig, weil ich weiß, dass wir hier drei Büsche hatten. Und die sind weg. Ich meine, ich bin ja froh, dass die wenigstens noch geblieben sind, aber bin ich trotzdem traurig. So, hier ist nichts. Da kann ich in den Ecken gucken, wie ich will. Aber der war ja sonst auch immer wach. Also das war ja... Also es ist so, wie es aussieht, wirklich so, wie ich schon vermutet hatte, dass das bei den Häusern wahrscheinlich sein muss, wo die Leute immer am Schlafen sind, sobald ich hingehe. Moment, ich mache jetzt erstmal mit dem Strand weiter, weil am Strand sind die grundsätzlich immer am Schlafen, sobald ich ins Spiel reingehe. Ich habe aber gesehen... Okay, er schläft. Ich habe aber gesehen, dass Ariel zum Beispiel wach war jetzt. Frage ist nur, finde ich hier... Weil hier so in den Grotten habe ich die bisher noch nie gefunden. Nee. Aber hätte ja auch sein können, dass er einen gefunden hat und gedacht hat, oh, Spielzeug, Dingelhopper rum, so nach dem Motto, ne? Na, was war das, ein Dingelhopper rum? Wisst ihr das noch? Auflösung gibt es später, wenn ich nicht vergesse, es zu sagen. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen überlegen, wenn auch nicht lange. Weil sonst vergesse ich wirklich, das zu sagen. Wir haben einen Dingelhopper rum und ein Snarfblatt. Warum musste ich denn morgen so früh beginnen? Ja, das frage ich mich jeden Morgen, aber... Haben die das jetzt hier schicker eingerichtet? Ich dachte, das wäre ein bisschen weniger. Aber hier ist auf jeden Fall auch nichts drin. Also, um das mal kurz aufzulösen. Ein Dingelhopper rum war natürlich... Oh, schon wieder in Truhe. War natürlich eine Gabel, mit der man sich seine Haare wunderbar frisieren konnte. Und ein Snarfblatt war... das war, glaube ich, die Pfeife. Mit der man wunderschöne Musik machen konnte, die aber leider verstopft war, weil sie die ganze Zeit im Wasser gelegen hat und Algen drin waren. Ja, wer kennt nicht die Original-Disney-Filme, die noch wesentlich schöner waren als die Remakes. Die sind ja, also die sind optisch sehr schön, aber ansonsten inhaltlich halt doch teilweise sehr lieblos gemacht. Was sehr schade ist, weil man hätte sehr, sehr viel mehr rausholen können. So, ich lasse mal den ganzen Kram hier so ein bisschen liegen. Wir gucken mal Ursula nochmal kurz nach. Aber wie gesagt, in den Grotten habe ich bisher noch nie was gefunden. Wenn ich irgendwas gesucht habe. Ich bin ja schon froh, dass wir schon mal zwei Aliens weiter sind, ne? Also, ich habe ja gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben übrigens Prinz Erik vergessen, fällt mir gerade ein. Der hat aber auch das Schloss... Ach, der schläft natürlich auch wieder. Ich wette mit euch, weil ich komme fast nie zu Prinz Erik rein. Ich wette mit euch, dass da mindestens noch ein Alien drin liegt. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Ja, aber so auf die Abfahrt. Ich weiß nicht, ob das da so günstig wäre. Ach so, genau. Das Haus wollte ich ja eigentlich noch nach oben stellen, damit das... Ach so, da muss ich ja sowieso rein. Damit das hier nicht schmilzt. Weil das ja doch ein anderes Gebiet war. Ich musste das ja hinstellen, glaube ich, als ich das oben noch nicht freigemacht hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Hier hinten ist wieder nichts. Tja, Prinz Erik schläft. Donald Duck schläft. Ah ja, genau. Meine ich doch, dass da noch ein Haus war. Wie komme ich jetzt hier rüber? Da. Prinz Erik schläft, Donald Duck schläft, Minnie schläft. Ich schätze mal, dass das wirklich hundertprozentig bei denen irgendwie ist, dass man die findet. Weil hier ist halt, ne, hier waren wir jetzt schon zigmal drin. Also ihr habt es ja nicht immer mitbekommen, sondern nur bei der ersten Runde, glaube ich. Weil danach, wie gesagt, ich habe nichts mehr. Strahlender Sonnenschein, ich komme raus und auf einmal voll der Nebel und Regen. Also so geht das nicht hier, Leute.
Ja, wie gesagt, ich habe nur das erste Mal tatsächlich... Ach so, sonst war hier oben nichts mehr, ne? Das Ganze hochgeladen. Und sonst habe ich... So oft bin ich hier durchgelaufen und nichts funktioniert. Also... Ist da jetzt ein Baum direkt davor gewachsen? Hallo? Der war sonst doch nicht da. Also hier gehe ich, wie gesagt, nicht davon aus. Kann ich da eigentlich nochmal rein? Nö, das Portal haut vor mir ab. Das ist auch nicht schlecht. Ne, die kann ich nicht entfernen. Ich wollte gerade sagen, weil das stört hier, wenn das so mittendrin ist. Ja, wie gesagt, ich denke mal wirklich sehr stark, dass das... war hier nicht noch die Höhle von Elsa oder war die jetzt eine tiefer? Ich glaube, die war eine tiefer, oder? Ja, die war eine tiefer. Ich denke mal nicht, dass... ich hier irgendwo was finde. Ja, ich würde gerne mit dir spielen, aber ich bin hier gerade nervlich total am Ende. Ich gehe stark davon aus, dass die wirklich irgendwo bei denen drin sind, die am Schlafen sind. Also nach den ganzen Tagen, naja, schon fast 2 Wochen mittlerweile, glaube ich. Ja? Auf jeden Fall über 1 Woche. Ich weiß nicht, ob es schon 2 sind. Aber nach dieser ganzen Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nirgendwo gefunden. Ich habe an verschiedenen Uhrzeiten geguckt. Und ja, anscheinend dummerweise mal genau die Uhrzeiten, wenn die wieder mal am Schlafen sind. Das war jetzt natürlich da nicht so schön. Aber ich habe wirklich die ganz, 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 ganz starke Befürchtung. 3 fehlen uns noch. Dass bei Donald wahrscheinlich einer drin ist, bei Mini noch einer drin ist und bei Prinz Eric einer drin ist. Weil alle anderen gehen wir immer wieder ab. Da oben ist ja nichts mehr. Dann gehen wir jetzt dahin. Und wir finden halt nichts. Und die Löwen, da war ich jetzt auch schon ein paar Mal. Und bei Mutter Gotel, da ist noch nie irgendwas gewesen. Ja gut, bei Scar ist auch noch nie was gewesen. Außer einmal, wo das zu einer Quest gehörte, glaube ich. Scar, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Ich hatte auch so eine halbe Sekunde noch Hoffnung, als ich die Flamme gesehen hatte, aber... Weil die ja auch so grünlich leuchten, ne? Aber, naja, soll halt nicht sein. Es soll nicht sein, ich weiß nicht. Das Wetter, das ist irgendwie scheinbar jetzt gerade auch mit mir am Weinen oder so. Was ist das denn jetzt hier für ein riesiger Baum? Den habe ich aber nicht gepflanzt. Den habe ich auch nicht dahingestellt. Und Leute, ich hätte immer noch sehr, sehr gerne eine Sprinttaste. Ich werde das jetzt jede Folge wiederholen. Vielleicht erbarmt sich irgendwann mal einer und erfindet dann die Sprint-Taste. Da kommen wir nur... Ja, da kommen wir nur dahin. Ja, dann poppt man nochmal eben kurz da runter. Nur der Vollständigkeit halber, weil... Ja... Was soll ich noch sagen, ne? Ich gehe stark davon aus, dass es in den Häusern ist, wo die ständig am Schlafen sind. Ich komme teilweise tagsüber hier rein und die sind am Schlafen, was ich seltsam finde, weil irgendwann müssen die doch mal wach sein. Ich komme zu normalen Zeiten halt morgens hier rein, die sind am Schlafen. Abends, also wo andere Leute von der Arbeit kommen würden, ungefähr, gehe ich nochmal rein, die sind am Schlafen. Ich bin verzweifelt. Ich weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, wann ich hier reinkommen soll. Ich habe auch das Gefühl, die haben keine festen Zeiten. Weil Ariel war letztes Mal um diese Uhrzeit auch am Schlafen. Und jetzt ist sie plötzlich wach. Also das ist alles so... Ich weiß es nicht. Was ich noch ausprobieren wollte... Aber die meinen auch wirklich Häuser, ne? Also die meinen jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel zu Wallis Reich oder sowas reist... Ich hoffe jetzt nicht, dass sie das da eingebaut haben. Und ich rede dann hier die ganze Zeit Blödsinn von wegen, ja, weil die alle schlafen, funktioniert das nicht. Ich gucke jetzt hier noch einmal. Das ist zwar kein Haus in dem Sinne. Aber das ist halt was, wo man natürlich auch rumlaufen kann und nachgucken kann. Aber da bin ich jetzt ganz sicher eigentlich, dass hier nichts sein wird. Ich gehe halt trotzdem nochmal nachgucken, vorsichtshalber. Ne, weil... Man kennt das ja, ne? Vorsicht und so weiter, aber... Naja, da ist auch überhaupt nichts drin. Das wäre auch unlogisch. Da ist auch nichts.
Ja, ihr Lieben, dann war es das jetzt heute erstmal für mich. Ich weiß, die Folge ist jetzt recht kurz, wobei dafür, dass wir nur in einem einzigen Haus zwei Aliens gefunden haben, ist sie eigentlich auch sehr lange gewesen im Vergleich. Es tut mir leid, aber ich halte euch weiterhin auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja, ich werde es jetzt aber schon mal hochladen, beziehungsweise morgen oder übermorgen, glaube ich, hochladen, weil ich möchte, dass ihr das dann natürlich auch mitbekommt. Ne? Also wenn ihr da selber am Suchen seid, dann ist das natürlich ein toller Tipp, dass ihr dann gucken müsst, irgendwie 10-mal am Tag einloggen oder sowas, bis sie dann endlich mal wach sind. Ich weiß auch nicht, warum ich da so Probleme mit habe, weil als ich das Spiel angefangen habe, waren sie alle wach, soweit ich weiß. Ja, kann sein, dass Mini und so am Anfang nicht wach waren, aber es gab dann irgendwann eine Phase, da waren die durchgehend immer alle wach, vielleicht bis auf ein oder zwei. Da konnte man dann wunderbar immer in die Häuser reingehen, die Quests machen und so. Wie gesagt, bis auf Mini, weil das weiß ich noch, da haben wir sehr, sehr lange gebraucht, um die endlich machen zu können. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wie zu Anfang oder wann auch immer das gewesen ist, dass wieder alle schlafen. Also alle die, die jetzt für mich wahrscheinlich oder ganz sicher wichtig sind, die schlafen halt alle. Das heißt, ich komme einfach nicht weiter mit dieser saublöden Quest. Anders kann ich es nicht sagen. Ich liebe dieses Spiel, versteht mich nicht falsch, aber diese Quest geht mir einfach nur auf die Nerven. Bin ich ganz ehrlich und ich weiß, dass es vielen von euch genauso geht, nach den Kommentaren, die ich gelesen habe und auch nach den Sachen, die mir zugeschickt worden sind. Und auch unter Twitter und so weiter, da liest man ja auch sehr, sehr viele Kommentare diesbezüglich. Und es geht, wenn irgendwo gemeckert wird in Sachen Disney Dreamlight Valley, dann geht es immer um diese blöde Spielzeug-Alien-Quest. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich meine, es wird doch wohl irgendwie möglich sein, es so zu programmieren, dass wenn man merkt, okay, die Person, was weiß ich, geht immer, in der und der Zeit ist sie nicht online, weil sie dann vielleicht arbeiten ist oder so, dann müssen wir halt mal die Sachen davor oder danach freischalten. Ich meine, es gibt Leute, die immer Nachtschicht haben. Was sollen die denn dann machen? Dürfen die dann nachts die Quests oder halt Tagschicht, andersherum, dürfen die dann, nur weil sie halt nur nachts dann spielen können, die Quests nicht mehr machen, weil sie halt eben Tagschicht haben? Ja. Ich meine, es gibt ja nicht nur Kinder, die dieses Spiel spielen. Ich kenne wenig Kinder, die, also auch einige, aber ich kenne wenig Kinder, die dieses Spiel spielen. In meinem Umfeld sind es halt wirklich die Erwachsenen, die es spielen. Und die haben nun mal nicht die Zeit, immer dann zu gehen, wenn Disney vielleicht denkt, dass man online gehen könnte. So, was weiß ich, 2 Uhr nachmittags nach der Schule oder sowas. Da gehen normale Menschen arbeiten. Ist so. Und ja. Wenn man dann schon abends guckt um eine Zeit, wo normalerweise die Menschen dann wieder zu Hause wären und dann trotzdem noch die Leute schlafen, was soll man da noch machen? Aber ich werde es weiter probieren. Ich werde weiterhin mich ein paar Mal am Tag einloggen. Ich habe halt nur nicht immer die Möglichkeit dazu, mich wirklich täglich mehrfach einzuloggen. Meistens ist es so, dass ich mich nur morgens eben einloggen kann, um mal nachzusehen. Oder eben relativ spät abends, weil ich habe natürlich auch noch meine Verpflichtungen. Dazu kommen dann natürlich auch noch so Projekte wie zum Beispiel das Kohnenprojekt, was wir zu zweit aufnehmen. Da haben wir feste Zeiten, wo wir aufnehmen. Da kann ich dann auch nicht sagen, ja, lass uns mal eine Stunde später aufnehmen. Dann haben wir halt nur noch eine Stunde, so nach dem Motto. Weil ich muss jetzt in Disney Dreamland Valley gucken, dass ich diese blöden Aliens finde. Ne? Also das sind so Sachen, ja, das kann man halt nicht. Oder wenn man Raid läuft in Teso, das kann man nicht machen. Da hängen 12 Leute dran und da kann man nicht sagen, ja, ich komme mal eine Stunde später, weil ich muss mal gucken, ob vielleicht jetzt mal die Leute endlich wach sind. Ja, aber soll kein Gemecker werden, sondern einfach nur mal ein Statement zu der ganzen Sache. Ich werde da auch nicht weiter zu was zu sagen in den nächsten Folgen. Ich hoffe nur inständig, dass ich irgendwann nochmal die Zeit kriege, dass die wach sind. Und dass ich die letzten 3 Aliens endlich mal finden kann. Natürlich auch, damit ihr die auch finden könnt. Weil einige haben ja schon geschrieben, sie sind genauso verzweifelt wie ich und sie finden halt nicht alle. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die random sind oder ob die immer an den gleichen Stellen bzw. in den gleichen Häusern zu finden sind. Aber falls ja, dann habt ihr zumindest schon mal sehr gute Tipps, wo ihr dann gucken solltet. Falls ihr denn zu Zeiten online sein könnt, wo die halt eben nicht schlafen. Bei mir sind sie ja alle faul irgendwie, ich weiß auch nicht.
Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Entweder, wenn ich das geschafft habe oder wenn das neue Update draußen ist, mal sehen, was als erstes kommt. Aber ich hoffe immer noch, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn ich die letzten drei Aliens finden kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.